Es hat so angefangen mit dem Gedanken daran, was, wenn man diese Körpertauschmöglichkeit wirklich psychologisch ernst nimmt. Eine Beziehung verändert sich. Und ist es dann immer noch dieselbe Beziehung? Sind wir dann überhaupt noch dieselben Menschen, wenn sich einer von uns verändert? Und kann unsere Beziehung dann überhaupt Bestand haben? Das Paar Leila und Tristan reist zu einer abgelegenen Insel. Dort ist es möglich, den eigenen Körper mit dem von anderen zu tauschen. Bei einer Auslosung werden den beiden Fabienne und Mo zugeteilt. Besonders Leila ist nach dem Körpertausch sehr glücklich und erfüllt von einem neuen Lebensgefühl. Doch Schritt für Schritt gerät die Situation außer Kontrolle. Können wir nicht einfach nach Hause fahren? Nein. Es ist dir scheißegal, wie ich mich fühle. Ich will so bleiben. Für immer. Aus meiner Haut von Alex und Dimitri Schad geht auf innovative Weise der Frage nach, was geschieht mit uns und unseren Beziehungen, wenn wir die Welt tatsächlich mit anderen Augen sehen. In Berlin haben wir die beiden zum Interview getroffen. Hallo Dimi, hallo Alex. Ihr habt ja das Drehbuch zum Film auch zusammen geschrieben. Vielleicht könnt ihr erstmal erklären, wie kamt ihr auf die Idee zu dieser, sag ich mal, oder zu diesem sehr im positiven Sinne ungewöhnlichen Körpertauschfilm? Es hat so angefangen mit dem Gedanken daran, was, wenn man diese Körpertauschmöglichkeit wirklich psychologisch ernst nimmt. Also was, wenn man ein Paar hat, das sehr lange miteinander vertraut ist und sich in- und auswendig kennt und auf einmal würde das in andere Körper wechseln. Und wenn ich dann mit einer Person schlafen würde, die ich in- und auswendig kenne, die aber in einem Körper ist, den ich nicht kenne, was würde das machen? Was wäre das für ein Vorgang? Das war so eine der Grundideen. Und später hat sich das dann weiterentwickelt zu dem emotionalen Grundgedanken zu sagen, was ist, wenn das nur ein Sinnbild ist für eine Beziehung, die eine massive Veränderung durchläuft, was auch ein Umzug sein könnte, was ein Jobwechsel sein könnte, was das Ankommen von Kindern sein könnte, aber eben mit diesem magischen Element da drin, dass es eben jenseits von psychologisch machen würde. So kann man es wahrscheinlich zusammenfassen. Ja, absolut. Also für mich war der Kern sehr stark dieses, eine Beziehung verändert sich. Und ist es dann immer noch dieselbe Beziehung? Sind wir dann überhaupt noch dieselben Menschen, wenn sich einer von uns verändert? Und kann unsere Beziehung dann überhaupt Bestand haben? Und das war für mich etwas, als ich das runterpinnen konnte, habe ich das als krass bereicherndes Tool verstanden, das Körpertausch, den Körpertauschvorgang als ein Spielprinzip zu benutzen, als ein Darstellungsprinzip, was symbolisch, allegorisch und poetisch funktionieren kann, um das zu emotionalisieren und nicht nur theoretisch zu einer Abhandlung zu machen. Und wie muss man sich das dann vorstellen, wenn man zu zweit ein Drehbuch konzipiert? Also ist es dann so, du schreibst einen Part, dann guckst du rüber, dann schreibst du was, du guckst rüber, oder wie muss man sich diesen kreativen Prozess vorstellen? Wir plotten grundsätzlich zusammen, das heißt, wir setzen uns hin, überlegen uns die Storyline und worum es geht und das nimmt den Großteil des Prozesses ein, weil das Schreiben des Buchs ist ein wahnsinnig kleiner Bruchteil. Davor kommt wirklich die für uns rein handwerkliche Arbeit zu sagen, Figuren, Storylines, wie entwickeln die sich? Wir arbeiten sehr systematisch, sehr strukturell, dass wir wirklich sagen, wir haben eine Vier-Akt-Struktur bzw. eine Drei-Akt-Struktur mit einem verlängerten zweiten Akt, dass man wirklich sagt, hier sind die Plotpunkte, die da sitzen, hier ist der Midpoint, hier schlägt das eine in das andere um, hier brauchen wir eine Szene, die uns jetzt den Schlüssel gibt, damit wir in den dritten Akt starten können. Und das diskutieren wir durch. Dann schreibe ich meistens und Alex ist dann der erste Leser. Ja, genau. Und das ist ein toller Vorgang, weil ich dann die Freiheit habe, etwas sehr, sehr, sehr Pures und Ungefiltertes einmal lesen zu dürfen, was ich nicht zwingend beurteilen muss in dem Moment, außer Demi möchte das. Und es ist total faszinierend, obwohl wir so detailliert miteinander plotten und sagen, das ist die Szenenfolge, das wird in den Szenen verhandelt, das erste Mal zu lesen, ist wahnsinnig bereichernd. Und das gibt mir aber natürlich auch die Freiheit, ohne dass ich da so knietief drinstecke wie Demi, beurteilen zu können und zu sagen, ich glaube, wir haben da einen Fehler gemacht in der Anlage, weil er hat sich natürlich in einen Gedanken gerade durch einen Gedanken durchgearbeitet und ich habe diesen frustrierenden Prozess gar nicht miterleben müssen, sondern kann neutral drauf gucken und sagen, mit ein paar Dingen haben wir recht, ein paar Dinge liegen wahrscheinlich falsch und wir sollten nochmal drüber nachdenken, was diese emotionale Distanz in dem Moment mir erlaubt. Ihr wart schon mal hier? Wie war das? Schwer zu beschreiben. Ihr werdet
in den nächsten 2 Wochen das Geschenk erleben, ein anderer Mensch zu sein. Wie ist es dann für dich, wenn du sozusagen mehrere Rollen spielst? Weil zum einen spielst du ja Mo, dann spielst du ja auch Tristan im Körper von Mo. Und vielleicht kannst du das einfach mal beschreiben, wie das für dich war. Es war ein absolut einmaliger Vorgang, weil das, was wir uns da so als Spielprinzip ausgedacht haben, das gab es noch nie davor in der Geschichte des Films, also nicht zu unserem Wissen, dass man also nicht nur einen Body-Switch macht, wo eine Person switcht, sondern mehrere Personen und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Also dass man dort absolut Grenzen sprengt von Körper, Alter, von Geschlechterzugehörigkeit oder sexueller Anziehung. Und insofern ist das erstmal so der ganz große Ballast irgendwie so mit gewesen. Und dann haben wir einfach geprobt, rein handwerklich auch dort Figurenbiografien geschrieben. Wir haben bestimmte Übungen dann dazu gemacht, um wirklich auszuprobieren, wie ist eine Figur erstmal grundsätzlich. Dann wurde sie vom anderen gespiegelt. Also auch das wieder ein ungewöhnlicher Vorgang, weil Schauspieler sind normalerweise sehr ego-gesteuerte Menschen, die sich sehr wenig sagen lassen, geschweige denn etwas mit einer anderen Person zu entwickeln. Und dann guckt man, was sich tatsächlich vermittelt. Und wir hatten insgesamt 3 Wochen, die wir in Probenzeit hatten, was auch wieder sehr ungewöhnlich ist, weil es das normalerweise nie gibt. Und so haben wir das dann Stück für Stück versucht, da rauszumeißeln und zu gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Genau. Aber war das dann zum Beispiel so, also dass dann zum Beispiel Jonas Dassler eben so viel vorgegeben hat von seinem Spiel, wie er die Figur jetzt anlegen würde, und dann hast du das sozusagen adaptiert und umgekehrt? Es war noch komplexer als das, weil es sozusagen in diesen Spiegelvorgängen musste man dann auch schon gucken, was können wir denn wechselseitig überhaupt abnehmen? Also was sind Sachen, die tatsächlich auch visuell sichtbar sind, die man überhaupt abnehmen könnte? Und eben über Spiegelungen funktioniert das dann so, dass ich gleichzeitig, indem ich dich jetzt spiegeln würde, du dich ja aber veränderst, weil ich dich spiegle. Und dann versuche ich dich zu spiegeln, während du mich spiegelst. Und es entsteht sozusagen wie in diesem Raum dazwischen, entsteht die Figur, die weder beim einen noch beim anderen ist. Um das mal so schauspielphilosophisch auszudrücken. Genau, Alex, wie ist das dann für dich als Regisseur? Also wenn du dann natürlich, du musst ja auch wirklich jede kleinste Regung so im Blick haben, dass das eben das Gesamte eben so funktioniert, wie du es eben auch als Regisseur im Kopf hast. Also wie schwierig ist es bei so einem Film? Das müsste ich im besten Fall, ja. Und ich glaube, an guten Tagen hatte ich da meine Momente. Und an schlechten Tagen verlierst du den Überblick, weil es ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Es ist sehr kompliziert, wenn du das nicht nur für 2 Figuren denken musst, sondern für eine Hauptfigur, die von 4 SchauspielerInnen insgesamt gespielt wird. Und von Edgar Selge, der dann auf einmal eine junge Frau darstellt, die im Körper eines älteren Mannes ist, aber es gibt keinen Verweiswert. Woran orientieren wir uns eigentlich? Wer ist diese junge Frau? Und da erschafft man es aus dem Nichts. Und das war sehr schwierig. Und ich habe aber nicht nur ein ganz fantastisches Ensemble gehabt mit wundervollen, ego-befreiten SchauspielerInnen. Die wurden auch zu meinen Co-RegisseurInnen in den Momenten, wo sie nicht dran waren, haben die mir über die Schulter geguckt und gesagt, macht das gerade Sinn? Und Maler saß neben mir und hat Thomas Wodjanka beobachtet, wie er die Rolle der Layla weitergeführt hat und hat mir Tipps gegeben, was man noch verbessern könnte, wie sie ein T-Shirt ausziehen würde. Kleinigkeiten, die ich natürlich nicht wissen kann und wo ich angewiesen bin sehr auf die Leute. Und genauso war Demi da und hat zugeschaut in Szenen, in denen er nicht im Bild war. Und darauf war ich sehr stark angewiesen, plus ich bin gesegnet mit einer ganz wundervollen Editorin, die mit mir Material durchwälzt hat aus unterschiedlichen Takes, die von subtilem Schauspiel bis absolut lautem Klamauk alles abgedeckt haben, weil ich noch nicht wusste, was ist genau das, was ich brauche, um ein Genre zu erschaffen, für das ich keinen Verweis habe, was neu ist. Und um eine Performance zu bilden, die ich noch nicht in Vollständigkeit überblicken kann. Weil natürlich, es kommt das achronologische Drehen dazu, es kommt die Verfügbarkeit von SchauspielerInnen mit dazu. Und du drehst das letzte Drittel des Films an Tag 4 oder so und du weißt noch nicht, wie werde ich dorthin kommen. Deswegen war es ein Rausfinden, ein Sammeln, ein sehr, sehr, sehr kooperatives Arbeiten mit ganz vielen tollen, wachen und klugen Leuten, die ich glücklicherweise an meiner Seite hatte. Genau. Und wie ist es dann, also wenn man jetzt, also wenn du von deinem Bruder inszeniert wirst und wenn du deinen Bruder inszenierst, ist es irgendwie von Vorteil oder gibt es dann auch mal so
bestimmte Konflikte, die man vielleicht mit anderen Regisseurinnen oder Regisseuren nicht hat. Ich glaube, ich habe mit allen Regisseuren Konflikte. Nein, das ist, ich habe vollstes Vertrauen in Alex' Fähigkeiten und wenn ich nicht selbst gerade feige und angespannt bin, kann ich das auch wirklich zulassen. Also in den Momenten, wo es geklincht hat, hat das dann mit meiner eigenen Angst zu tun und mit dem Übersteuern von etwas. Ansonsten ist Alex der Regisseur, den ich kenne, der am besten Set kann. Ich kenne niemanden, der so gut Set kann. Und das ist etwas besonders Tolles und ich weiß, wie pedantisch, minutiös und perfektionistisch er ist im Schnitt. Also, dass das dann auch nochmal dazukommen wird, wenn er das macht. Insofern, ich kann das total gut abgeben. Was mir manchmal noch schwer gefallen ist, war zwischen meinen Rollen zu wechseln als Darsteller und als Co-Autor dieser Sache. Das war eher die Schwierigkeit, also der Kampf, der ewige Kampf mit deinem Selbst. Für mich ist das ganz toll, weil ich Demi aber einfach als Schauspieler sehr bewundere. Und ich glaube, also wie in jeder Beziehung gibt es gute Phasen und es gibt schlechtere und es gibt gute Tage und es gibt bessere und es gibt Tage, an denen er sich nicht führen lässt. Und dann sitze ich im Material und ich denke, Gott sei Dank hat er nicht auf mich gehört, weil es war eine wahnsinnig dumme Entscheidung. Und zum Glück hat er es nicht so gespielt, wie ich es gerne gehabt hätte, weil ich dann natürlich auch jemanden an meiner Seite habe, der ein unglaublich präziser Spieler ist. Und deswegen sind diese Konflikte, die du beschreibst oder nach denen du fragst, sind nichts per se Negatives, sondern sie sind toll, weil man oftmals zu wenig Konflikte hat, weil viele Dinge in einer Hierarchie so unausgesprochen bleiben. Und das ist ja total schade, wenn ich sage, könntest du das so machen, du hältst es für einen völlig, völlig bescheuerten Gedanken, aber machst es einfach mir zuliebe, ist das ja kein gelungener Prozess. Auch wenn ich nach Hause gehe und denke, ganz toll, alle haben heute auf mich gehört, aber es bringt mir überhaupt nichts. Und dann finde ich so toll, dass es Material gibt und ich rufe in Takes rein oft und Demi sitzt da und ich sage, guck nach links und er macht nichts. Und ich sage, guck nach rechts und er macht nichts. Und dann hörst du ein enttäuschtes Danke aus. und dann ist es aber genau dieser Blick, in dem nichts passiert, den ich dann benutze, nur ich schneide meine Stimme raus. Und dann denke ich mir, okay, Gott sei Dank hat er das nicht gemacht, was ich ihm gesagt habe, weil es ist was viel Tolleres dabei rausgekommen. Und deswegen, ich liebe den Prozess und er ist oft anstrengend und er ist oft immer wundervoll. Ich bin's, Leila. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so gut gefühlt habe. Der Film hat natürlich sehr viele Themen, die er anspricht. Eins ist ja eben Identität. Was würdet ihr sagen, wie schwierig ist es heutzutage in unserer sehr, sehr komplexen Welt, eine Identität zu finden? Sehr. 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 Weil sie von so vielen Faktoren beeinflusst wird, aber auch, weil wir viel mehr Darstellung unserer selbst haben. Also, dass wir Social Media haben, dass wir eine permanente Kultur des Abbildens haben, was wir früher einfach nicht hatten, dass wir zugreifen können auf die scheinbaren Identitäten von so vielen anderen Menschen, plus natürlich auch die Möglichkeiten, die wir haben und die sich manche Menschen trauen auszuleben und manche nicht. Und manche sind dann wütend darauf, dass andere Menschen etwas ausleben, was sie sich nie getraut haben auszuleben. Sei es eine andere Art zu lieben, die nicht heteronormativ ist, sei es eine andere Art zu leben und so weiter. Und ich glaube, wenn wir diese sogenannten Identitätsdebatten, die so geführt werden, wenn wir sie als etwas irrsinnig Positives begreifen, dann können wir eine Kraft in ihnen entdecken, weil sie geben uns mehr, als sie uns nehmen. Daran glaube ich ganz fest. Und der Clinch, der ganz oft geführt wird, das sei es jetzt ums Gendern von so Arschlöchern wie Friedrich Merz oder sowas so angeführt, mein Gott, also es ist wirklich so albern und es verkürzt einen eigentlich wunderschönen Prozess, der gerade passiert und der blockiert wird von einem konservativen Backlash, den ich nicht verstehen kann, weil es geht nicht um einen Kuchen, der kleiner wird dadurch, dass Menschen eine Partizipation daran haben und vorkommen können. Darum geht es nicht. Also insofern, ich betrachte das als etwas Positives und gleichzeitig, dass es eben viel, 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 viel schwerer ist, als im fucking Mittelalter zu sagen, wer man sein möchte im Leben. Weil da hat dein Vater Schmied geheißen und dann wurdest du halt ein Schmied, weil
ist halt so. Klar, war einfacher, aber besser, weiß ich nicht. Das war eine ganz wundervolle Antwort. Ich habe Ihnen nichts hinzuzufügen. Das war ganz toll. Genau, und auch, du hast es ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Natürlich geht es auch darum, wie wir heutzutage vielleicht Beziehungsmodelle irgendwie für uns definieren oder in welchen Beziehungskonstellationen wir leben. Habt ihr da den Eindruck, dass zum Beispiel die Gesellschaft deutlich weiter ist als, sagen wir mal, vor 10 Jahren? Oder ist vieles doch nur so ein bisschen Oberfläche und man tut so und es ist gar nicht im Kern wirklich eine Veränderung da? Oh doch, ich glaube, die Veränderung ist ja spürbar oder zumindest der Paradigmenwechsel, der gerade stattfindet. Also ich möchte nicht sagen, dass er angekommen ist, aber dass ein Diskurs stattfindet, dass eine Debatte stattfindet, die mittlerweile jeder mitbekommen haben sollte, ist natürlich, damit sind wir sehr, sehr, sehr viel weiter, als wir vor 10 Jahren waren, wo das irgendwie ein Thema in irgendwelchen Subkulturen war, von denen man in der baden-württembergischen oder bayerischen Provinz überhaupt noch nie gehört hat. So, also damit sind wir schon sehr viel schlauer, als wir waren. Ich glaube auch. Stell dir mal vor, wie verbunden so ein Paar sein muss, wenn beide wirklich verstehen, wie es dem anderen geht. Die Frage, die ihr wahrscheinlich schon oft gehört habt, habt ihr euch schon mal überlegt, so in den Körper eines anderen Menschen zu schlüpfen und mal für einen Tag, also jetzt ob eine abstrakte Person oder eine konkrete Person, deren Leben so zu erleben? Ich glaube, wir haben uns beide darauf geeinigt, dass es uns sehr interessieren würde, mit unserer Mutter die Körper zu tauschen. Ja, ja. Könnt ihr auch sagen, warum? Mich würde sehr interessieren, wie sie sich fühlt, weil einfach sie in meinem Leben der mitunter wichtigste Mensch ist und der Mensch, in den ich mich am wenigsten reinfühlen kann, weil sie einfach eine Frau ist, die doppelt so alt ist wie ich. Und die Dinge, die sie beschreibt, kann ich nicht spüren. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man weniger sieht oder Arthrose hat oder Gelenkschmerzen und 1,52 Meter groß ist und Schuhgröße 36 hat. Das sind alles Dinge, ich kann das sehen von außen, aber I don't know. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, meine Mutter besser zu verstehen, würde ich das unbedingt nutzen wollen, um zu fühlen, was sie fühlt. Ja. Es ist so der Stretch, also das, was wir immer so als etwas Besonderes empfunden haben an der Möglichkeit von diesem Körpertausch und weswegen wir es ja auch im Film so als das inszeniert haben, ist ja, dass es das spirituelle Erlebnis ist, was es dir ermöglicht, einen neuen Zugang zu finden zu einem anderen Menschen und zu dir. Und ich glaube, je unterschiedlicher es ist, was man dann erlebt, also ein älterer Körper, ein biologisch weiblich oder ein weiblich gelesener Körper, das ist ja etwas ganz Faszinierendes, erleben zu dürfen, feststellen zu dürfen und zu gucken, wie anders ist es, wie anders hört sie, wie anders schmeckt sie, wie anders riecht sie, wie anders bewegt sie sich durch die Welt. Ja. Und Dwayne The Rock Johnson, aber klar. Immer, klar, einfach nur so. Ja. Ja. Alles klar, ja. Vielen lieben Dank.